herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Herzlichen Dank für die vielen Resonanzen, die wir bekommen. Und da schreibt uns jemand Folgendes. Liebes Gebetsteam, ich bin sehr froh, dass ich vor über einem Jahr im Internet auf Sie aufmerksam wurde. Auf Ihre Sendungen, vor allem Hoffnung um 12, freue ich mich jedes Mal. Herzlichen Dank, wir freuen uns darüber. Hoffnung um 12, auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Heute das Thema, der Herr ist mein Hirte. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Der Herr ist mein Hirte. Wir wissen, das steht im Psalm 23 und wir wollen die nächsten paar Sendungen mal Stück für Stück den Psalm 23 betrachten. Der Herr ist mein Hirte. Mein Hirte. Dein Hirte. Das heißt, wenn es heißt mein Hirte, du kannst ihn raussuchen. Du kannst schauen, welcher Hirte dir am liebsten ist und nimm den Hirten, nimm Jesus. Der Herr ist mein Hirte. Er geht dir voran. Wir sind oftmals schneller wie der Hirte. Wir wollen ihm vorangehen und zeigen, Herr, komm mal, ich habe hier eine Idee. Er kennt aber den Weg und wie oft ruft er von dem richtigen Weg aus, komm rüber, komm hier, hier ist der richtige Weg. Da ist es wichtig, dass wir die Stimme des Hirten erkennen. Und der Hirte ist auch dafür da, dass er uns beschützt auf dem Weg. Aber dass er uns beschützen kann, müssen wir auch wirklich bei ihm in seiner Gegenwart, in seiner Nähe bleiben. Und er möchte auch heute dein Hirte sein. Renn nicht davon, such dir nicht einen anderen Hirten. So manche sagen, ach, da geht's viel schneller mit dem, in dieser Gruppe geht's viel schneller. Ich sag dir, nimm das Tempo an, das dein Hirte hat, mein Hirte hat, der lebendige Herr Jesus Christus. Und es geht dir gut. Danke, Herr. Herr, danke, Herr, dass du unser Hirte bist. Danke, Herr, dass du unser Hirte bist. Danke, Herr, lass es uns auch erkennen, wenn es ähnliche Hirten sind, die uns aber nicht zum Ziel führen, sondern vom Ziel wegbringen. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir ganz dir nachfolgen. In dem Tempo, wie du vor uns vorangehst, Herr, in der Art, wie du uns vorangehst und ganz besonders den Weg, den du uns leiten möchtest. Danke, Herr. Amen. Auch heute wollen wir wieder für Menschen beten, die Gottes Hilfe brauchen. Ein Mann bittet für seine Frau um Gebet. Guten Morgen, liebes Team in Karlsruhe. Bitte betet für meine Frau. Es geht ihr nicht so gut. Sie hat eine Entzündung in der Schulter, ist immer müde und ich glaube, da kann nur Gott helfen. Danke auch für diesen Gottesdienst und für eure Gebete. Jesus, und wir danken dir, dass wir jetzt für diese Frau eintreten dürfen. Und du kennst auch ihr Problem, ihre Entzündung. Und ich danke dir, dass diese Entzündung verschwindet, dass du der Heiler bist und dass diese Entzündung kein Anrecht mehr hat. Danke, Jesus, dass diese Schulter wieder wunderbar funktioniert, in die göttliche Schöpfungsordnung zurückkommt. Danke, Jesus, dass du auch ihre Müdigkeit siehst und weißt und dass du diese Müdigkeit wegnimmst, dass du ihr neue Kraft schenkst und neuen Mut, neuen Glauben und alles, was sie braucht. Danke, Jesus, du bist der Heiler und wir vertrauen dir von ganzem Herzen. Amen. Amen. Das folgende ist eine Gebetsnot in der Familie. Heute habe ich ein Anliegen, das mich schon längere Zeit belastet. Bitte beten Sie für meine beiden Kinder, dass ihnen ein Weg gezeigt wird, wieder aufeinander zuzugehen und dass sie sich wieder verstehen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ich vertraue darauf. Danke. Und das ist das Beste, wenn man darauf vertraut, was Gott tun kann. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Familie kennst. Diese beiden Kinder, die vielleicht verstritten sind oder ich weiß den Grund nicht, aber du weißt es. Und ich danke dir, Jesus, dass sie wieder zueinander finden, dass du ihnen begegnest und dass da auch Vergebung fließt, dass Vergebung kommt und dass sie wirklich sich aussöhnen und wieder aufeinander zugehen. Danke, Jesus, du kannst zu ihren Herzen reden. Und ich danke dir, dass du das tust. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Die Infos sind eingeblendet.
und jemand schreibt uns über WhatsApp. Hallo ihr Lieben, bitte betet für meine Gesundheit. Ich übergebe mich sehr oft und das kommt so schnell und heftig, dass ich danach stark zittere am ganzen Körper. Danke euch jetzt schon, ihr Lieben. Und Daniel wird dafür beten. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir auch in dieser Situation zu dir kommen dürfen. Danke, Herr, dass du möchtest, dass wir gesund sind. Dass du auch die Möglichkeit hast, das für uns zu tun. Und ich danke dir dafür. Herr, komme, Herr, mit deinem ganzen Frieden in diesen Körper hinein. Und ich danke dir dafür, dass du das Wunder tust. Ich danke dir von Herzen, Herr, Herr, dass das Zittern verschwindet. Herr, in deinem Namen Jesu. Danke, dass Ruhe in diesen Körper hineinkommt. Wir rufen deine göttliche Ruhe in diesen Körper hinein, in Jesu Namen. Amen. Amen. Und eine Frau aus der Schweiz bittet um Gebet. Ich habe das große Bedürfnis, euch um Gebete für meinen Mann zu bitten. Wir sind selbstständig. Er braucht dringend Kunden im Immobiliengeschäft, damit das Geschäft weitergehen kann. Auch mal einen großen Verkauf, damit wir ein paar Monate verschnaufen können. Auch ist unsere Wohnungssituation sehr angespannt durch Intrigen, unschöne Sachen, welche passiert sind. Wir suchen etwas Neues, aber es ist schwer. Auch wäre schön, wenn ihr darum betet, dass wir noch etwas Schönes finden können. Herzliche Grüße. Ja, ganz, ganz gerne beten wir dafür, dass da wieder Ordnung reinkommt. Dass da die Mittel da sind, Weisheit für die richtigen Entscheidungen und nicht nur eine Notlösung, sondern wirklich was, wo Freude macht. Herr, danke. Herr, du hast nicht, Herr, die Notlösung, sondern Herr, du hast genau das Richtige, was sie jetzt brauchen. Herr, auch ein finanzieller Puffer. Herr, wie auch immer das geschieht, Herr, du bist ein Gott von Zeichen und Wunder. Ich danke dir dafür. Herr, schenk ihnen Gelegenheiten, schenk ihnen Ressourcen, aber auch, Herr, wirklich Ruhe. Herr, dass sie nicht aus Hektik und Ressourcennot handeln müssen, sondern, Herr, dass sie aus der Ruhe raus richtig gute Entscheidungen treffen. Herr, danke, danke, danke. Amen. Amen. Und wir bekommen immer wieder Zeugnisse, worüber wir uns freuen, wenn Gott eingreift. Und eine Frau schreibt uns ihre Gebetserhörung. Ich bat euch kurz vor Arbeitsbeginn an einem Donnerstag um Gebet. Ich hatte einen grauenhaften Nackenstarre, konnte kaum richtig essen und nur gerade ausschauen. Am Abend war ich komplett K.O., ging früh zu Bett. Am Freitag ging es schon viel besser und seit Samstag fühle ich mich, als sei nichts gewesen. Ja, wenn Gott eingreift, dann ist alles weg. Vom Stottern befreit, schreibt uns eine Mutter. Ich hatte mich vor 2 Wochen an euch um Gebetsunterstützung für meinen Sohn gewandt. Was soll ich sagen? Er ist von seiner Sprechatmung und seinem Stottern befreit. Vielen Dank an euch und danke an Jesus für dieses Wunder. Ja, das ist wirklich ein Wunder und wir freuen uns für diesen Sohn. Eine Frau aus Süddeutschland schreibt: Von Herzen danke ich euch für die Fürbitte für meine Tochter, die Hüftgelenksschmerzen hatte. Der Herr hat wunderbar eingegriffen. Die Salbung, die ich beim Empfang eures Briefes spürte, bewegte mich sehr. Ich glaube, dass Jesus mehr an ihr tat, als wir erbeten haben. Ganzheitlich. Ihre Seele inbegriffen. Ja, und manchmal merken wir das gar nicht, was Gott alles tut. Es stellt sich erst später heraus. Und aus dem hohen Norden kommt folgendes Zeugnis. Seit 2 Jahren hatte ich verschiedene Situationen. Arbeitslosigkeit, Krankheit und meine Tochter ist von zu Hause weggegangen. Den totalen Lockdown. Ich habe immer an Jesus festgehalten. In der Gebetsnacht im März haben Sie, lieber Herr Müller, gesagt, ein Zeitalter ohne Limit für alle, die Jesus Christus als Jünger nachfolgen. Das habe ich für mich genommen. Corona ist als Gotteskind meine Zeit. Seit der Gebetsnacht ist viel geschehen. Ich habe seit September einen neuen Job.
Mein Laufen wird immer besser und meine Tochter ist wieder nach Hause gekommen. Nach fast 2 Jahren. Gott ist so gut. Ja, Gott ist wirklich gut. Ist das nicht wieder wunderbar? Norden, Süden, Osten, Westen, egal wo die Menschen sind, Gott erhört Gebet. Hat er auch dein Gebet schon erhört? Oder ein Gebet von dir erhört, das du noch nicht berichtet hast? Lass es uns wissen. Schreib uns auf WhatsApp. Nun der Tipp des Tages. Ich möchte dich mal ganz spontan fragen, wer ist dein Hirte? Ja klar, Jesus. Nee, wer ist dein Hirte? Überleg mal, vielleicht der Wohlstand, der Reichtum, deine Arbeit, deine Not, die dich leiden möchte. Nimm dir mal ein bisschen Zeit, überlege es und dann geh ins Gebet und kläre es mit einem lebendigen Gott. Du kannst uns weiter deine Anliegen schicken. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet und am Telefon heute bis 13 Uhr. Ja, wir sind schon wieder am Ende dieser Sendung und ich möchte dir heute unser neues Magazin empfehlen. Schau dir diesen Film an. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Wir verabschieden uns für heute und wünschen dir Gottes reichen Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.